Genau wie in Lokrata hat Leraia wieder einen Schleier gewirkt. Er verbirgt sie, beschützt sie. Ihr müsst eine Möglichkeit finden, in die Illusion einzudringen. Der Keller. Ich spüre, dass der Zauber dort unten relativ ungenau ist. Der Schleier ist eine mächtige Illusion. Aber wie schon in Lokrata könnt ihr seine Macht beeinflussen, indem ihr einen Riss benutzt. Ihr habt den Schleier betreten. Jetzt findet Leraia und setzt ihm ein Ende. Und mal wieder verdirbt mir Verandis den Spaß. Da muss ich euch jetzt wohl vernichten. Zu schade. Aber dann hole ich mir eben eine neue Marionette. Hasst mich, nicht wahr? Warum hasst mich nur jeder? Seht ihr, wie die Leute mich lieben? Sie teilen sogar ihre Lebensessenzen mit mir. Setzt die Sphären gegen sie ein. Zerstört sie und macht sie euch zu eigen. Warum hasst ihr mich, Verandis? Warum könnt ihr mich nicht lieben? Das hätte nie so laufen sollen. Ich sehe nur, wie meine Bemühungen geschreckt haben. Arme Leraia. Ich wollte nie, dass es so weit kommt. Ich hatte gehofft, Leraia vor diesem Schicksal zu bewahren. Sonst hätte ich ihre Kampagne beenden müssen. Es tut mir leid, dass euch diese unglückliche Aufgabe zufiel. Leraia hat die Adligen hier versammelt, um mit ihnen zu spielen und sie zu zwingen, sie zu lieben. Seit dem Verlust ihrer Mutter gelangte sie niemals näher an echtes Glück. Sobald sie des Spiels überdrüssig geworden wäre, hätte sie sie alle in Blutunholde verwandelt. Euer Scharfsinn ist ausgezeichnet. Sie hat diesen Schleier zu zweierlei Zwecken eingesetzt. Um sich selbst zu verbergen und um eure Sinne mit Illusionen zu übermannen. Anders als in Lokrata, wo ihr den Schleier zerfetzt habt, habt ihr den Riss hier benutzt, um in Leraias Illusion einzutauchen. Da Leraia nun tot ist, schwindet die Macht des Schleiers dahin. Sobald er ganz verflogen ist, werden die Adligen auftauchen. Doch nun naht die letzte Konfrontation. Sammelt unsere Streitkräfte und trefft mich am verhüllten Pass. Wir müssen zur Unheilsklippe zurückkehren, um diese Sache zu Ende zu bringen. Was ist passiert?